Ja, wir begrüßen die Zeckendurst-Kavallerie, hereingeführt unter der Leitung von Leutnant Heinz. Ja, heute auch mit dabei Gäste der Südstaaten. Ja, nun wird der Kommandeur der Truppe abgeholt. Und das gibt mir Gelegenheit, ein paar Worte über diese Männer des Westens zu sagen. Es waren jene Soldaten von 1860 bis 1890, die, wenn sie frühmorgens auszogen, niemals wussten, ob sie am Abend wieder heimkehren würden. Ja, und ich möchte an dieser Stelle noch eine Lanze brechen für die Soldaten. Kriege sind immer etwas Furchtbares, etwas Entsetzliches. Schuld daran sind jedoch nicht die Soldaten. Schuld sind die Politiker. Ja, nun ist der Kommandeur der Truppe eingetroffen. Begrüßen wir Major Roland. Ja, er wird nun die Inspektion durchführen, die jeder Plattenparade vorausging. Ja, zunächst wird der Scout begrüßt. Er war der Fährtenleser der Truppe. Immer wieder wurden die Ausrüstungsgegenstände überprüft, allen voran die Waffen. Auch der Säbel dieses Soldaten befindet sich in einem ordnungsgemäßen Zustand. Ja, regelmäßig wurde auch der Sanitäter kontrolliert. Scherzhaft nannte man ihn auch den Sanitöter. Ja, der Major ist fündig geworden. Angeblich Schlangenmedizin. Ja, wie man sieht, eine sehr kräftige Medizin. Aber auch wohlschmeckend. Ja, auch in den Südstaaten scheint diese ganz spezielle Arznei sehr gut zu bekommen. In puncto Medizin dürften Nord- und Südstaaten diesmal wohl einer Meinung sein. Ja, die Medizin scheint so gut zu wirken, dass der Major gleich 200 Gallonen für seine Offiziere ordert.
Ja, die Inspektion ist zur allgemeinen Zufriedenheit des Majors abgelaufen. So kann dieser nun zur traditionellen Flaggenparade übergehen. Yes, Herr Major. Ja, das war die traditionelle Flaggenparade der 2. US Kavallerie unter der Leitung von Major Roland. Ja, wir dürfen uns von den tapferen Soldaten der Nord- und Südstaaten wieder verabschieden.